Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland Kunst. Kenia, das Elsass, die Kanarischen Inseln und Kanada. Heute verwöhnen wir sie wieder. Auf der kanarischen Insel El Hierro treffen wir Menschen, die einen außerordentlichen Einfallsreichtum an den Tag legen, um Wasser zu gewinnen. Sie nutzen Nebelfänger, Bäume, an denen der Dunst kondensiert. Not macht eben erfinderisch. Auch unser Rezept des Tages ist innovativ. In Montreal peppen wir einen amerikanischen Klassiker auf. Wir backen Brownies mit Cranberries, zu Deutsch Moosbeeren, für die feine säuerliche Note. Und schließlich besuchen wir den Adolf-Hitler-Platz in Straßburg. Ja, den gab es, denn ein übereifriger Gauleiter war geradezu besessen von deutschen Namen. Die kuriose Geschichte. Aber zunächst das Rätsel. Die Antwort finden Sie in Beverly Hills. Warum kam Charlie Chaplin in den 40ern ein Baby teuer zu stehen? 1943 ist er ein Star. Kurz zuvor wurde er durch Der große Diktator berühmt. Ein Neugeborenes kostet ihn jedoch viel Geld. Wissen Sie warum? Wir reisen zuerst nach Kenia mit einem Autor, der das Land kennt wie kein anderer. Er kämpfte für die Unabhängigkeit und schrieb im Gefängnis auf Klopapier weiter. Der Schriftsteller Ngugi Wa Thiong'o. Kein Autor kennt Kenias Seele so gut wie Ngugi Wa Thiong'o. Alles ist ihm vertraut. Die atemberaubenden Landschaften, die Dörfer und die Menschen in seiner Heimat, die im Gegensatz zu den Wirrungen der Geschichte stehen. Vom ausbeutenden Kolonialismus bis hin zu den zerschlagenen Hoffnungen auf die Unabhängigkeit, schonungslos legt Ngugi Wa Thiong'o alles offen. Der Autor von Verbrannte Blüten ist bekannt als einer der größten Denker der Dekolonisation und gilt seit etwa 10 Jahren als Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Er will mit seinen Werken die Stimme des Volkes sein. Seines Volkes. Trotz seiner Haft und des nachfolgenden Exils ist er ein Botschafter seiner afrikanischen Herkunft und der afrikanischen Literatur. Er schreibt: Man erkannte das Land der schwarzen Bevölkerung daran, dass es rot, rau und kahl war. Das Land der weißen Siedler war jedoch grün und nicht in schmale Streifen gerissen. Bevor die Kolonialherrschaft zum zentralen Thema seiner Werke wird, erfährt er sie am eigenen Leib. Ngugi Wa Thiong'o wird 1938 in der landwirtschaftlich geprägten Region um Limuru in Zentralkenia geboren. Die fruchtbare sonnige Hochebene mit den ausgedehnten Teeplantagen lockt Ende des 19. Jahrhunderts die englischen Siedler an. Es ist die Heimat der Kikuyu, einer der größten ethnischen Gruppen Kenias. Zu ihr gehört auch Ngugi Wa Thiong'o. Die Teeplantagen erinnern an die britische Kolonialherrschaft. Als die britischen Siedler nach Kenia kamen, nahmen sie der Bevölkerung die fruchtbarsten Ländereien weg. Zudem wurden die Menschen als Arbeitskräfte ausgebeutet. Viele wurden schlecht bezahlt, praktisch wie Zwangsarbeiter. Ngugi Wa Thiong'os Vater und seine Familie verloren ihre komplette Lebensgrundlage. Er hat das schon als Kind beobachtet und die Unterschiede im Lebensstandard zwischen den Europäern und seinem Volk genau wahrgenommen. Man nimmt ihnen nicht nur die materielle Lebensgrundlage. Als hilfloses Kind wird Ngugi Wa Thiong'o Zeuge, wie seinem Volk die eigene Identität verwehrt wird. Das wird ihm erst später klar. Diese tiefe Wunde bildet den Stoff seines Romans Abschied von der Nacht, eines Bildungsromans, der größtenteils auf eigenen Erlebnissen beruht.
Die Menschen mussten immer eine Box mit ihren Ausweisdokumenten bei sich tragen. Die Kipande war sowas wie eine Existenzberechtigung, ohne die sonst harte Strafen drohten. In Gugi Wathiongo erlebte, wie sehr die Kolonialherren sein Volk demütigten. Er legte sein Augenmerk besonders auf die mentalen und psychologischen Folgen dieser Gewalt. Alles im Kolonialrecht war dazu da, die Bevölkerung zu demütigen, damit sie sich minderwertig fühlte. Zu Beginn der 50er Jahre wird die Situation so unerträglich, dass einige Kikuyu, darunter auch einer von Wathiongos Brüdern, zu den Waffen gegen die Briten greifen. Der Aufstand wird blutig niedergeschlagen und Ngugi Wathiongo sucht sein Heil an einem Ort, der ihm andere Perspektiven ermöglicht. In seinem Buch schreibt er dazu: Die Schule an sich war eine friedliche Oase in einem von Chaos gebeutelten Land. Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, dass er dem wachsamen Auge des Elends und des Leids entfliehen konnte, das in seinem Elternhaus schon so lange über ihn gewacht hatte. Als einziges seiner 27 Geschwister geht er zur Schule. Er besucht die Alliance High School, ein Elite-Internat, gegründet von protestantischen Missionaren. Unterrichtet wird auf Englisch und die vielversprechendsten Schüler arbeiten später in der Kolonialverwaltung. Jedes Kind träumt davon, auf diese Schule zu gehen. Als er an der Alliance High School angenommen wurde, spürte er, dass er alles tun würde, um diese Chance zu nutzen. In Abschied von der Nacht ist Bildung das zentrale Thema. Für Ngugi Wathiongo, der aus einem bildungsfernen Umfeld kommt, war dies die einzige Möglichkeit, sich aus dem von den Briten auferlegten Korsett zu befreien. In diesem Klassenzimmer taucht der junge Ngugi in die Welt des Wissens und der Literatur ein. Doch auch das hat seinen Preis. Während Freunde und Familie bei den Rebellen ihr Leben riskieren, muss er sich den Regeln beugen. Er schildert: Eine der demütigendsten Erfahrungen war es, wenn jemand dabei erwischt wurde, wie er im Umfeld der Schule Kikuyu sprach. Denjenigen erwarteten als Bestrafung 3 bis 5 Schläge auf die nackte Hinterseite. Man ließ ihn ein Metallschild mit der Aufschrift »Ich bin dumm« oder »Ich bin ein Esel« halten. Wie der Protagonist in seinem Roman ist Ngugi Wathiongo es sich schuldig, erfolgreich zu sein. Für seine Mutter, die an ihn glaubt, und für sein Volk, dessen Schicksal er wenden will. Am 12. Dezember 1963 erfüllen sich die Hoffnungen seines Landes. Kenia befreit sich von der britischen Herrschaft. Auf der Suche nach einem besseren Leben strömen die Menschen aus den Dörfern nach Nairobi. Sie zwängen sich in die engen Minibusse, die sogenannten Matatu. Dieses wiederkehrende Motiv in seinen Werken nutzt er als Spiegel der Gesellschaft. Hier begegnen sich Menschen aus verschiedenen Milieus. Ein Bankdirektor, ein Angestellter, ein Lehrer, eine Putzfrau. Sozial gesehen ein sehr spannender Ort. Außerdem spürt man hier den Wandel. Denn egal, ob man von einem Ort zum anderen fahren oder seine Träume verwirklichen will, man braucht ein Fahrzeug. Für die normalen Leute steht das Matatu daher für sozialen Fortschritt. Mit ihm erreicht man seine Ziele. Musik
Ngugi wa Thiong'os Figuren sind ganz normale Leute, wie man sie hier sieht. Seine Mission ist es, den Schwachen und den Stummen eine Stimme zu geben, um ihre Geschichten ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. In seinen Memoiren schreibt er: Ich habe den Drang, Menschen zu beobachten, ihre Körpersprache, ihr Verhalten, ihre Kleidung und zu hören, wie sich der Klang ihrer Stimme je nach Laune ändert. Ich brauche das Leben, um darüber schreiben zu können. Im Arbeiterviertel River Road in Nairobi läuft alles zusammen. In den geschäftigen Straßen, die nie zur Ruhe kommen, zerbrechen Ngugi wa Thiong'os Illusionen. In seinem Roman Verbrannte Blüten von 1977, 14 Jahre nach Kenias Unabhängigkeit, prangert er die kapitalistische Unterdrückung an. Er zeichnet eine politische Vision der Stadt, inspiriert von marxistischem Denken. Das System der Stadt scheint zu sein, dass es kein System gibt. River Road ist das Herz Nairobis. Hierhin kommen die Menschen jeden Tag zum Arbeiten. Während ich hier spreche, werde ich zur Seite gedrängt. So läuft das hier eben. Man braucht seine Ellenbogen, um sich einen Weg zu bahnen. Jeder kämpft hier für sich allein. Ngugi wa Thiong'o schreibt: Fressen oder gefressen werden. Ich musste hart sein. Das war die einzige Möglichkeit zu überleben. Nein, ich will kein wehrloses Herdentier mehr sein. Nie mehr. Nie mehr. Ngugi wa Thiong'o beschreibt die Stadt als Ort, der eher soziale Gräben vertieft, anstatt sie zu überwinden. In Verbrannte Blüten argumentiert er folgendermaßen: Unterdrückung kennt keine Farbe, egal ob man weiß oder schwarz ist. Er wird dann noch schwerer enttäuscht, denn dann beuten seine Landsleute ihr eigenes Volk aus. Der weltweite Erfolg von Verbrannte Blüten führt Ngugi wa Thiong'o sein Scheitern vor Augen. Er will die Stimme seines Volkes sein. Seine Werke sind jedoch auf Englisch und werden vor allem von Eliten und Akademikern gelesen. Er geht radikaler vor. Er kehrt in sein Heimatdorf Kamirithu zurück und beschließt, Theaterstücke in seiner Muttersprache Kikuyu zu schreiben. Ich habe einen Kolonialpolizisten gespielt und hatte sogar eine Waffe, aber aus Holz. Hier sind wir auf der Bühne. Nach jeder Aufführung haben wir getanzt. Der Schriftsteller wird Teil eines lokalen Theaterprojekts von und für Dorfbewohner. Im Stück »Ich heirate, wann ich will« geht es um die Probleme einer Bauernfamilie nach der Unabhängigkeit. Die Handlung ist direkt angelehnt an die Geschichte und Traditionen der Kikuyu. Ngugi wa Thiong'o will sein Volk mithilfe der Literatur emanzipieren. Das Englisch der britischen Kolonialherren vermeidet er. Das ist für ihn, wie er sagt, der einzige Weg, den Kolonialismus aus den Köpfen zu bekommen. In einem Essay schreibt er: Theater ist kein Gebäude. Es geht um die Menschen, die Theater machen. Es sind Stücke aus ihrem Leben. Wer im Publikum sitzt, bestimmt die Sprache. Und die Sprache bestimmt das Publikum. Früher traf man sich hier, um gemeinsam fernzusehen. Ngugi wa Thiong'o hatte die Idee, ein Theater daraus zu machen. Wir spielten nur Stücke, aber wir lernten viel über unser Verhalten, unsere Lebensweise, unsere Kultur. Wir haben uns darin wiedergefunden. Daran muss ich noch heute denken. Der Regierung sind das Engagement des Autors und seine offen marxistischen Äußerungen ein Dorn im Auge. Das Stück wird schnell verboten und das Theater von den Behörden geschlossen. 1978 muss Ngugi wa Thiong'o hinter Gitter. Kurze Zeit nach seiner Entlassung geht er notgedrungen ins Exil.
Heute schreibt er nur noch in Kikuyu. So verschafft er seinem Volk nun von Kalifornien aus Gehör und bleibt auch aus der Ferne die Stimme Kenias. In Kenia gibt es eine gefährliche Schlange, vielleicht die gefährlichste überhaupt, die schwarze Mamba. Kaum zu glauben. Achtung, die folgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet, die unter Ophidiophobie leiden, die also panische Angst vor Schlangen haben. Denn wir wollen uns heute einer der gefährlichsten Schlangen der Welt nähern, der schwarzen Mamba. Diese Schlangenart lebt im Osten und im Süden Afrikas. Gut, so wirklich tiefschwarz ist sie gar nicht, eher grün oder grau. Schwarz sieht man erst, wenn sie das Maul aufreißt, und genau dort lauert auch die Gefahr. Die schwarze Mamba verfügt über ein sehr starkes Gift, ein Dendrotoxin, das die Atemmuskulatur lähmt, zu Zuckungen und Krämpfen führt. Und überhaupt, die Menge eines Bisses könnte 40 Menschen töten. Na, 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 keine Angst, entspannen Sie sich, das ist alles nur Theorie. Die Mamba beißt nur selten Menschen. Sie mag eher kleine Tiere, Nagetiere, Eichhörnchen oder auch Vögel. Sie beißt zu und wartet dann geduldig, bis das Gift wirkt. Dann ist Zeit zum Fressen. Sie hat auch kein Problem damit, auf Bäume zu klettern, um Eier zu erbeuten. Ein bisschen wie Muhammad Ali, der jeden Morgen 2 rohe Eier verspeiste. Übrigens ist sie wie Muhammad Ali auch ganz schön schnell. Sie ist sogar die schnellste Schlange der Welt und kann 20 Stundenkilometer erreichen. Angesichts ihrer beeindruckenden Länge von bis zu 4 Metern ist das ganz schön erstaunlich, finden Sie nicht? Sie ist groß, sie ist schnell und macht nichts anderes, als den ganzen Tag zu fressen. Und nach Weibchen suchen in der Paarungszeit, normalerweise zwischen Mai und Juni. Wenn konkurrierende Männchen aufeinandertreffen, prügeln sie sich ein bisschen, aber lassen den Giftzahn dabei schön aus dem Spiel. Der Gegner wird zu Boden gedrückt und der Sieger darf sich dann mit allen Weibchen in seinem Revier paaren. Ophiophobiker sollten wissen, dass Mungos oder Vögel wie der Sekretär sehr wohl in der Lage sind, es mit der schwarzen Mamba aufzunehmen, die letztendlich gar nicht so furchterregend ist. Naja, Das Wasser ist oft Thema bei Arte und in Zukunft wird es immer dringlicher. Auf El Hierro hat man zum Glück etwas Vorsprung in der Gewinnung von Süßwasser. Ideen gibt es hier viele. Sehen Sie selbst. El Hierro bedeutet im Kastilischen Insel aus Eisen. Denn die Konquistadoren, die auf der kleinen Insel aus Mineralgestein ganz im Westen der Kanaren landeten, glaubten lange Zeit, dass sie große Eisenschätze berge. Schon bald sollten sie begreifen, dass der eigentliche Name in der kanarischen Berbersprache der Einheimischen übersetzt Zisterneninsel bedeutet. Die Geschichte der Insel seit ihrer Besiedlung ist nur nachvollziehbar, wenn man sich der vorherrschenden Wasserproblematik bewusst ist. Die Bewohner von El Hierro sorgen sich ums Wasser von ihrer Geburt an bis zu ihrem Tod. Mehr noch als auf den übrigen Kanaren mangelt es El Hierro an Süßwasser. Denn hier gibt es weder Flüsse noch Seen. Das Regenwasser rinnt die basalthaltigen Wände des Vulkans herunter. Als hätte das Gestein der erst vor 1 Million Jahren aus den Fluten aufgetauchten Insel noch nicht die nötige Reife, um das Wasser in sich aufzunehmen und es dann als Quelle wieder an die Oberfläche zu transportieren. Seit Anbeginn versuchen die Inselbewohner, dieses Unheil abzuwenden. Mal mit Erfolg, mal unter herben Verlusten. Doch dieses Verhängnis der Natur hat sie auch erfinderisch gemacht und ihre wasserarme Insel in einen nachhaltigen Ort, weit ab vom Massentourismus, verwandelt. Die Wolken über El Hierro spielen eine entscheidende Rolle für den Wasserhaushalt der Insel. Fast ganzjährig werden sie von den Passatwinden in die Region gebracht. In den hochgelegenen Wäldern um San Andres wachsen Bäume, über die eine der ältesten Legenden von El Hierro existiert. Diese stammt aus einer Zeit, in der die Insel von den Bibaches, einem heidnischen Berbervolk, bewohnt war.
lange Zeit vor Ankunft der Spanier. Das ist der Garoé, der legendäre Baum der Bibaches. Sie waren die ersten Bewohner von El Hierro. So ein Baum soll einst alle Inselbewohner mit Wasser versorgt haben. Er soll sich an einem geheimen Ort befunden haben, von dem nur sie wussten. Dieser Garoé wurde zwar erst im 20. Jahrhundert gepflanzt, aber er führt das sagenumwobene Dasein seines im 17. Jahrhundert in einem Sturm entwurzelten Vorgängers fort. Ein regenbringender Baum, von dem man sich lange Zeit nur erzählte. Botaniker bestätigten aber kürzlich, dass diese Art Baum tatsächlich genutzt wurde, um das kostbare Gut nach seiner Kondensation aufzufangen. Der Garoé ist ein Wunder. Wie Sie sehen, fällt hier ganz feiner Nieselregen herab. Die Wolken geben die gespeicherte Feuchtigkeit beim Kontakt mit den Bäumen ab. Und so fallen ständig diese winzigen Tröpfchen zu Boden. Das Wasser wird hier aufgefangen. Man schätzt, dass unter jedem dieser Bäume knapp 5000 Liter im Jahr aufgefangen werden können. All diese Bäume in 800 bis 1000 Meter Höhe können als Garoés betrachtet werden. Sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Doch das Geheimnis der Inselbewohner wird bald gelüftet. Der französische Eroberer Jean de Bethencourt landet im Jahr 1404 im Auftrag der kastilischen Krone auf El Hierro. Als die Konquistadoren nach El Hierro kamen, haben die Bibaches alles getan, um den Standort der Bäume geheim zu halten. Die Legende besagt, dass sich eine junge Bibache namens Agarfa in einen der Soldaten verliebte. Eines Nachts verriet sie ihrem Geliebten im Feuer der Leidenschaft das Geheimnis über den Garoé. Daraufhin wurde ihr Volk versklavt und nach Spanien gebracht. Der Garoé ist aber nicht das einzige Mittel der erfinderischen Bibaches, um Wasser zu sammeln. Etwas außerhalb der Inselhauptstadt Valverde befindet sich das Dorf Guinea. Hier stehen noch heute einige der von den Bibaches errichteten Behausungen, die auch von galizischen und andalusischen Kolonisten bewohnt wurden. Das Regenwasser fällt vom Dach aus Roggenstroh auf den abschüssigen Boden, der völlig wasserundurchlässig ist. Dann läuft es hier entlang bis in die Kanalisation, die an die Zisterne angeschlossen ist. Diese Zisterne konnte die Familie ein ganzes Jahr lang mit Wasser versorgen. Das Wasser wurde auf alle erdenklichen Weisen aufgefangen. Nicht nur über das Dach, sondern auch über Kanalisationssysteme um das Haus herum. Dann wurde es in der Zisterne gespeichert. Auf dieser landwirtschaftlich geprägten Insel verfügt also jedes Haus über seinen eigenen Wasserspeicher für Mensch und Tier. Aber den Schäfern, die ihre Herden weit weg von den Wasserreserven in den Bergen hüten, bleibt oft nichts anderes übrig, als die heilige Jungfrau um Regen zu bitten. Ihr zu Ehren findet alle vier Jahre am ersten Samstag im Juli die Bajada de la Virgen, der Abstieg der Jungfrau, statt. Alle Inselbewohner versammeln sich zu einem Festzug und pilgern zur Anhöhe über dem Leuchtturm von Orchilla. Hier beherbergt eine kleine Kapelle die Madonnenstatue, deren Geschichte auf der ganzen Insel bekannt ist. Am 5. Januar 1546, in der Nacht vor dem Dreikönigstag, schliefen Schäfer in den Höhlen unweit von hier. In dieser Nacht stürmte und regnete es sehr stark.
Die Schäfer mussten stündlich nach der Herde schauen. Am Tag darauf kamen sie unten an der Punta de Orchilla an und entdeckten ein gestrandetes Segelschiff. Die Schäfer helfen den Seefahrern, das Schiff zu reparieren und versorgen sie mit Proviant, damit sie ihre Reise fortsetzen können. Zum Dank gaben die Seefahrer ihnen eine Jungfrauenstatue, die sie nach Amerika bringen sollten. Als die ersten Dürren auftreten, beginnen die Schäfer, zu dieser Jungfrau zu beten. Sie wird zunächst in Höhlen untergebracht, bis man ihr im 16. Jahrhundert diese Kapelle baut. Im Jahr 1741 bringen die Schäfer die Statue in den Hauptort Valverde, damit es dort regnet. Als die Statue in die Kirche hineingetragen wurde, soll es begonnen haben zu regnen. Der Klerus war ja nicht dumm und begriff, dass die Legende um die Jungfrau eine gute Sache war und erkannte sie also als wahr an. Und so wird die Jungfrau von Orchilla zur Schutzpatronin aller Inselbewohner. Klar glauben die Leute, dass die Jungfrau dieses Wunder vollbracht hat. Aber es war einfach Zufall. Die Schäfer waren keine Astronomen. In der Nacht, als sie beschlossen, die Jungfrau in die Hauptstadt zu bringen, konnten sie nicht wissen, dass es tags darauf regnen würde. Die Route von der heiligen Stätte in die 28 Kilometer entfernte Hauptstadt führt den Festzug über bekannte Wanderwege. Der Umzug ist zu einem Fest für alle Inselbewohner geworden. Viele nehmen daran teil. Es ist zwar eigentlich ein kirchliches Fest, aber für die Leute, die nicht an die Jungfrau, Gott oder sonst eine Heiligkeit glauben, ist es ein Volksfest. Man tanzt und bewegt sich in Gegenwart der Jungfrau. Und alle Inselbewohner begleiten sie ein Stück auf ihrem Weg nach Valverde. Doch in einer besonders dramatischen Episode in der Geschichte von El Hierro kann auch die Jungfrau keine Abhilfe schaffen. Von dieser Zeit zeugt das verlassene Dorf La Albarada. "1948 herrschte eine solch extreme Dürre, dass ein Überleben auf der Insel fast unmöglich war. Das war zur Zeit der Franco-Diktatur, als man nicht auswandern durfte. Ein Jahr lang fällt nicht ein Tropfen Regen. Die Wasservorräte schwinden, das Vieh verendet. Die benachbarte Insel Teneriffa entsendet ein Zisternenschiff. Doch der Wassernachschub ist für den Bedarf der Inselbewohner nicht ausreichend. Deshalb sind viele 1949 heimlich nach Venezuela ausgewandert. Die Schiffe legten von schwer zugänglichen Orten ab, damit die Auswanderungswilligen nicht festgenommen werden konnten. Innerhalb von 2 Jahren verlassen knapp 100 Schiffe mit tausenden Bewohnern von El Hierro die Kanaren in Richtung Südamerika. Genau wie La Albarada verweisen noch viele weitere Dörfer auf der Insel. Das muss eines der letzten bewohnten Häuser hier in der Gegend sein. Es wurde restauriert. Das erkennt man an der typischen Bauweise von hier aus der Zeit, als der Ort noch bewohnt war. In den 1940er Jahren hatte El Hierro rund 11.000 Einwohner. 15 bis 20 Jahre später waren es nur noch 4.600, also nicht einmal mehr die Hälfte. Im Archipel der Kanaren ist El Hierro nicht nur geografisch abgeschottet. So ganz ohne Sandstrände ist es bei Touristen weniger beliebt als die Schwesterinseln, die sich seit den 1960er Jahren füllen. Fließend Wasser erhält der kleine Nachzügler sogar erst in den 80er Jahren. Doch seine Bewohner sind erfinderisch und modernisieren uralte Methoden. Na, Juan, ist der Nebelfänger einsatzbereit? Ist er. Wir haben gerade ein neues Netz angebracht.
Er muss so weit oben aufgestellt werden, um den Dunst der Passatwinde aufzufangen, richtig? Genau, die kommen von Nordost. Unsere Nebelfänger sind an den höchsten Stellen angebracht. Das Prinzip ist dasselbe wie beim Garroe und anderen Pflanzenarten. Wir haben von der Natur gelernt. Nach ihrem Vorbild haben wir diese Nebelfänger aufgestellt. Mit dem dadurch gewonnenen Wasser werden Brände bekämpft. Sollte ein Feuer im Wald ausbrechen, ist das Wasser leicht zugänglich. Die Nebelfänger sind eine zusätzliche Methode zur Wassergewinnung. Dadurch müssen wir nicht das Wasser verwenden, das die Bewohner im Alltag brauchen. Auf der Insel wurden auch Windräder aufgestellt, mit deren Energie unter anderem eine Entsalzungsanlage betrieben wird. Damit ist El Hierro die autarkste Insel der Kanaren. Darauf können die Bewohner mit Recht stolz sein. Ich möchte nicht sagen, dass wir den Kampf ums Wasser für immer gewonnen haben, aber wir kommen damit zurecht und können unbesorgter sein. Wir haben nicht mehr so viele Probleme mit der Trockenheit wie in der Vergangenheit. Der Kampf geht weiter, aber wir sind immer besser gewappnet. Mit manchen Menschen ist einfach gut Kirschen essen. Und mit anderen isst man sogar Brownies mit Cranberries. So wie jetzt mit Caroline in Montreal. Dies ist einer der größten Märkte von Montreal. Ich mache Brownies. Ich liebe Schokolade und Cranberries, also kombiniere ich beides. Das gibt eine leicht säuerliche Note. Okay, wir nehmen getrocknete Früchte. Diese hier sind gut. Dazu ein Fläschchen Cranberry-Saft. Der sieht gut aus. Schmeckt süß. Cranberries sind in Quebec sehr verbreitet. Man kann sie für alles Mögliche nehmen, Soßen, Desserts, als Saft. In meine Cranberry-Brownies kommen natürlich Cranberries. Aber der Teig besteht aus Schokolade, Butter, Mehl, Eiern, Rohrzucker, einer Prise Salz und noch ein paar Walnüssen. Zuerst schmilzt man Schokolade und Butter im Wasserbad. Wer eine Mikrowelle hat, kann das auch in der Mikrowelle machen. Wir nehmen 170 Gramm Schokolade und 3/4 der Butter. Ich liebe es, Desserts zu machen. Einmal wegen der Deko. Ich finde, da kann man richtig kreativ werden, zum Beispiel mit einer Glasur. Ich mag das Ästhetische daran. Dazu kommt, dass ich beim Zubereiten die ganze Zeit naschen kann. Das bietet sich einfach an. Wenn Schokolade und Butter geschmolzen sind, schlagen wir die Eier und den Rohrzucker auf mit einem Schneebesen. So, jetzt kommt der Zucker dazu. Man schlägt, bis sich beides gut vermischt hat. Ich glaube, so ist es gut. Da kann man gleich mal wieder probieren. Sehr süß, perfekt. Jetzt kommt unsere Schokoladenmischung dazu. Wie schön. Jetzt noch 2 Prisen Salz. Der Teig ist fertig. Jetzt füge ich die Cranberries hinzu. Eine gute Tasse getrocknete Cranberries. Wenn Sie frische bekommen sollten, würde ich 1,5 Tassen nehmen. Und dazu kommen nun auch die Walnüsse. Dann mischen wir das Ganze. Mmh.
So, fertig. Das passt einfach super zusammen. Das leicht säuerliche von der Cranberry und das leicht bittere von der Schokolade. Probieren wir? Auch in Straßburg isst man gut. Die folgende Episode hinterlässt aber einen bitteren Nachgeschmack. Die kuriose Geschichte. Straßburg im Elsass. Hier, im Zentrum der Stadt, liegt die Place Breuil, an der sich das Rathaus, eine berühmte Buchhandlung und das Opernhaus befinden. Straßburg blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Hier auf dem Rathausvorplatz erklang die Marseillaise zum ersten Mal. Doch nicht immer war die französische Nationalhymne hier gern gehört. Zu allen Zeiten war der Breuplatz das Zentrum historischer Ereignisse. Doch er birgt noch eine andere Geschichte. Sie erzählt von einer ideologischen Kampagne, die sogar die Toten erreicht. Der Historiker Jean-Laurent Vonneau entführt uns in die dunkle Zeit des Zweiten Weltkriegs. Im September 1940, gut zwei Monate nach dem Waffenstillstand von Compiègne, werden Elsass und Lothringen wieder ins Deutsche Reich eingegliedert, wie es von 1870 bis 1914 der Fall war. Das Elsass war nicht besetzt, das ist wichtig. Es wurde de facto annektiert. Die deutschen Behörden sahen die Elsässer also nicht mehr als Franzosen an, sondern als Deutsche. Und man hatte sich auch deutsch zu verhalten. Wer das nicht tat, der wurde bestraft. Um den Wandel zu vollziehen, schickt Hitler einen Nazi erster Stunde. Robert Wagner. 10 Jahre hat er Zeit, um das Elsass zu germanisieren. Wagner will es in 5 schaffen. Wagner war damals Gauleiter. Er allein war Stellvertreter aller Ministerien Berlins. Und er wurde Chef der Zivilverwaltung im Elsass. Das heißt, er war ein waschechter Diktator, wie er im Buche steht. Die Nazis wollen alle Spuren französischer Kultur im Elsass auslöschen. Die Elsässer werden sogar gegen ihren Willen in die deutsche Armee eingezogen. Mit dieser Zwangsrekrutierung beginnt die deutsche Kampagne der Germanisierung. Alle französischen Namen sollten verschwinden. Sie wurden an den Geschäften übermalt. Sie wurden von den Kriegsdenkmälern entfernt. Und auch die Straßen und Plätze wurden umbenannt. Die Place Breuil wird zum Adolf-Hitler-Platz. Und die Place Kléber, einige Straßen weiter, zum Karl-Roos-Platz. Auch Klébers Statue wird zerstört. Dann ist die Sprache dran. Fortan wird nur die neue Amtssprache Deutsch geduldet. Sie sammelten alle französischsprachigen Bücher, Magazine und Tageszeitungen ein, um sie zu verbrennen. Es gab Bücherverbrennungen und es war untersagt, französische Werke zu behalten. Aber natürlich gehorchten die Leute nicht. Sie gaben einige ab und hielten den Rest ihres Bestands versteckt. Jedes sichtbare Zeichen französischer Identität wird verbannt. Wer sich den Regeln widersetzt, kommt ins Erziehungslager in Schirmeck. Überall mahnen Plakate, sich vom welschen Plunder zu befreien.
Auch französische Fahnen waren verboten. Für sie war es zwar ein Putzlappen, aber besitzen durfte sie keiner. Das Gleiche galt für die Kleidung. Es sind Leute in Lager gekommen, nur weil sie Blumen zu einem blau-weiß-roten Strauß gebunden hatten. Die Kombination dieser drei Farben, ob in der Kleidung oder bei der Bepflanzung, war unbedingt zu vermeiden. Manche Regeln sind noch absurder. Ein Dekret verbietet das Tragen der Baskenmütze, weil das angeblich das Hirn verdunkelt und den Träger abstumpfen lässt. Robert Wagner will das Elsass nun vollständig nazifizieren. Nach den äußeren Anzeichen kultureller Herkunft soll die individuelle Identität weichen. Neue Namen werden vergeben. Natürlich gab es im Elsass wie überall deutsch klingende Namen. Das ist ganz normal. Und es gab auch französisch klingende Namen. Wenn sie also Fontaine hießen, wurde aus ihnen von einem Tag auf den anderen der Herr Brönner. Das ist ein tiefer Eingriff. Sie werden im Grunde von ihren Großeltern getrennt, von ihrer Familie. Manche Familienmitglieder bekamen sogar verschiedene deutsche Namen. Etwa 45.000 Namen werden zwangsverändert. Manche Familien zersprengt es dabei völlig. Die bürokratischen Folgen sind teilweise bis heute spürbar. Es ist kaum vorstellbar, was es heißt, wenn man 20 Jahre Roger heißt und plötzlich kommt jemand daher und beschließt, Sie sind jetzt Rüdiger. Das ändert alles. Sie haben sich mit Roger identifiziert. Sie werden jemand anders. Das ist schrecklich. Selbst die Toten entkommen der Germanisierung nicht. Auch sie werden umbenannt. Jede Inschrift musste deutsch sein. Wenn also auf dem Grabstein stand, sagen wir, Louis Ruf, dann wurde der Louis rausgekratzt. Ruf war okay, aber aus Louis musste ein Ludwig werden. Gut 5 Monate nach der Landung in der Normandie, am 6. Juni 1944, wird das Elsass befreit und wieder Frankreich eingegliedert. Nun wurde das Elsass wieder französisiert. Der neue Slogan hieß, Französisch ist schick, Deutsch verboten, Elsässisch verboten. Die Geschichte legte den Rückwärtsgang ein. Robert Wagner ergibt sich in Frankfurt den Amerikanern, die ihn an Frankreich ausliefern. Er sitzt in der Zitadelle in Straßburg bis zum Prozessbeginn im April 1946. Er dauert nur wenige Tage. Eigentlich ist Wagner als Angeklagter bei den Nürnberger Prozessen geladen, doch man will ihn schnellstmöglich loswerden. 4 Monate später wird er hingerichtet. Vor dem Erschießungskommando ruft der glühende Hitler-Anhänger ohne Reue: Es lebe das Deutsche Reich, es lebe Hitler, es lebe das deutsche Elsass. Ausgerechnet um Charlie Chaplin, den großen Diktator, dreht sich heute unser Rätsel. Ich wollte wissen, warum kam ihm in den 40ern ein Baby teuer zu stehen? Weil er ihm 21 Jahre lang Unterhalt zahlen musste. Und das, obwohl er nicht der Vater war. In Hollywood wissen alle um seinen Ruf als Schürzenjäger. 1942 erfährt er von einer jungen Schauspielerin, mit der er eine Affäre hatte, dass sie schwanger ist. Sie erstattet Anzeige. Chaplin muss also beweisen, dass er nicht der Vater ist. Ein Blutgruppentest schließt die Vaterschaft aus. Doch Anfang der 40er wird diese noch nicht als Beweis anerkannt. Chaplin wird schuldig gesprochen und muss dem Kind bis zur Volljährigkeit Unterhalt zahlen, 21 Jahre lang. Seit den 80ern kann man eine Vaterschaft über die DNA nachweisen. Und mit dieser Geschichte verabschieden wir uns also für heute. A bientôt!